Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir hier schon gestanden sind, ist aber gar nicht die Frage, wie oft wir schon hier gestanden sind. Die Frage ist, wie oft müssen wir noch hier stehen, damit die Donaustadt endlich das bekommt, was sie braucht, nämlich ein Mobilitätskonzept, öffentlichen Verkehr. Wunderbar, wenn die U-Bahn da drüber fährt. Vollkommen blödsinnig, wenn die S80 da durchfährt und nicht hier stehen bleibt, wo die Straßenbahn stehen bleibt, wo die U-Bahn ist. Man muss hinausfahren, dann nach Aspern Nord und wieder zurück. Wie schwachsinnig ist das? Wien hat keinen Plan in diesem Bezug. Ganz sicher nicht. Das war alles einmal anders. In den 70er Jahren gab es den Bürgermeister Slavik, Felix Slavik, wie auch immer die Entscheidungen damals gefallen sind. Damals wurden Autobahnen abgesagt und nicht, was wir hier vor uns jetzt sehen, gebaut und durchgezogen aus Konzepten, die aus den 70er sind. Das ist ein Relikt, sogar noch viel, viel älter. Das ist 80 Jahre alt und wahrscheinlich ist es in den Köpfen schon länger drinnen gewesen. Damals hätte über die Spittelau, durch den Donaupark, quer durch bis Strebersdorf hinaus, durch Leopoldau, die A5, wenn ich mich richtig erinnere, gebaut werden soll, unter anderem Gürtelautobahnen, alles Mögliche war geplant, wurde alles aus dem Bundesstraßengesetz gestrichen. Jetzt haben wir einen Bürgermeister, der pfeift auf die Jugend, samt seiner Stadträtin. Es ist einfach so. Der verhüllt die Jugend, wie es passiert ist zu Silvester, ja. Naja, wenn man sich in einen rechtsfreien Raum bewegt, dann kann es aber schon passieren, dass man da angezündet wird. Wahnsinn, ja? Von solchen Menschen werden wir verwaltet. Interviews mit Klitschko. Ja, naja, das lassen wir. Hat hier nichts verloren. Wir sind ja hier wegen Mobilitätswende, ja? Mobilitätswende, das heißt Ausbau des öffentlichen Verkehrs, nämlich für uns, dass wir in die Arbeit kommen, dass wir zeitgerecht in die Arbeit kommen, dass wir bequem in die Arbeit kommen, vor allem für die Jugend, dass sie in die Schule kommt. Dass sie sicher in die Schule kommt und nicht mit Elterntaxis unterwegs sein muss. Womöglich auf Radwegen, die komplett abgesichert sind, dass sie mit dem Fahrrad fahren können, sobald sie das auch dürfen. Ja? Das braucht es hier. In der letzten Woche war öfter dieser Artikel drinnen, dass in Floridsdorf das anders ist als bei uns und eben auf dieser ehemaligen Trasse der A5 ein Radweg gebaut wird. Wem haben wir wieder in Wien heute gesehen? Uli Simmer ist wieder ganz stolz drauf, dass 500 Meter Radweg dort gemacht wird. Ist ja gut, jeder Meter Radweg ist spitze, der gemacht wird. Ja? Aber sofort Foto von Simmer, das ist das Wichtigste. Und, ja, und nicht sich mit uns hier auseinanderzusetzen, weil das hat nie stattgefunden. Ja, wir wohnen ja hier. Es ist schlimm, in der Quabistraße vorbeizufahren. Es ist schlimm, in der Spargelfeldstraße vorbeizufahren. Die Spargelfeldstraße wird schon zweispurig ausgebaut. Alles nur für die Autos. Ich sehe kein Konzept. Der 27er hängt immer noch. Vielleicht wird der gebaut. Der 27er hat 3-4 Kilometer neue Strecke und ansonsten fährt er auf dem 26er Gleis. Das ist alles, was man uns hier zugesteht in ein paar Jahren. Es gibt keine Querverbindungen, keine Busse und vor allem die S80, die fehlt uns. Und das ist ja auch das große Thema heute. Die S80 fehlt hier und die S80 fehlt in der Leopoldau. Dort fällt es vielleicht auch, aber dort fällt es ja nicht hin. Ich meine natürlich in der Lobau, Station Lobau. Ja. Wir hätten Harald Frey eingeladen, er hatte leider keine Zeit. Barbara Lahr ist in Deutschland organisiert bei einer Demo und Ulrich Leth ist in den Bundesländern bei einer Demonstration. Aber Harald Frey hat uns einmal ein Grußwort bei unserer ersten Demo auch geschickt und er hat dann abgeschlossen auf den Rücken unserer Kinder. Diese Entscheidungen fallen auf den Rücken unserer Kinder. Ja? Sie werden das auslöffeln müssen. Ich weiß, ich wiederhole mich, weil mich schon wer mal gehört hat oder gesehen bei irgendeiner Versammlung. Sie haben diese toxische Suppe, die hier gekocht wird, auszulöffeln. Wie Norbert vorhin gesagt hat, da gibt es einen Campus. Die Kinder wohnen hauptsächlich da hier dran, nämlich 8 bis 10 Stunden am Tag durch diese Abgase, die da rauskommen bei dem Tunnel. Sowas mutet ihnen die Stadt zu. Ja, sonst findet sie leider kein Konzept, wie sie die Jugend auch wieder gewinnen kann. Man hat sie auch durchaus gesehen bei der letzten Bundespräsidentenwahl. Aber das ist eine andere Geschichte. Nochmals. Mein Engagement war das für meine Enkelkinder. Ich bekomme im Februar noch ein drittes und dann
somit endet auch mein Engagement nicht, denn die haben alle keine Stimme. Dafür müssen wir uns einsetzen und das ist unsere Aufgabe. Danke.